Ja, komm. Hey, es ist echt nicht wahr, ne? Es ist echt nicht wahr. Es ist schon wieder, das ist, glaube ich, die erste Truhe seit mehreren Stockwerken, wo keine Fliege drin war. Und es war ein total nutzloses Trinket drin. Ein total nutzloses Trinket. Ah. Hey, das hat auch ganz gut funktioniert. Das auch, tatsächlich. Es ist nicht... Wäre das jetzt hier irgendwie Gertie Jr. oder so gewesen, dann hätte ich, glaube ich, aufgegeben. Hätte ich einfach aufgegeben. Mein Leben oder ein Bloat. Ein Bloat wäre jetzt richtig toll gewesen gerade. Ach, wir sind ja. Ach, wir sind ja sogar in einem normalen Challenge. Aber da kommt ja noch so ein Viech. Ich finde es übrigens interessant jetzt, ne? Gerade, wo ich wirklich nichts mehr so richtig zu verlieren habe, weil die meisten Sachen, die wir in diesem Run schaffen könnten, im Prinzip gelaufen sind. Jetzt kann ich plötzlich wieder ausweichen. Super. Das ist total super. Ja. Das ist irgendwie seltsam. Wenn das Skeletthände sind, habe ich wahrscheinlich Probleme. Ja, okay. So viel dazu. Komm, da muss doch... Irgendwas muss doch hier mal gehen. Explosive Diarrhea. Ja, die ist mir egal. Die nehme ich nicht. Die lassen wir mal da liegen. So, ich möchte Engelsräume, ich möchte ein Missing Booster eigentlich und ich möchte dabei noch möglichst schnell sein. Wir machen das jetzt ordentlich hier. Mit Ausweichen und allem. Schnell ist gerade nicht drin, aber der Rest auch nicht. Mr. Mega, mehr Blast Damage und ein großes Rums ist nicht unbedingt das, was mir irgendwie einen sinnvollen Run bescheren würde. So viel zu dem Ausweichen, ne? So viel zu dem Ausweichen. So. Ah, ah, ah. Stirb, stirb, stirb. Okay. Naja, ist nicht so schlimm. Ist weniger schlimm, als es aussah im ersten Moment. Eben hatte ich ja wenigstens dann noch den, hier, wie heißt es? Die Rage, ne? Die hat ja durchaus eine Menge gebracht eigentlich. Uah. Kommen auch zwei raus. Weiß nicht, warum ich da jetzt hingelaufen bin. Ich dachte irgendwie, die sterben schneller. Aber es war schon dämlich, da hinzulaufen. So, da ist der Boss. Den sollte ich wahrscheinlich jetzt auch einfach dann mal machen, was? Je schneller, desto besser. Versuchen jetzt hier einen Challenge Run, einen Timed Run hinzukriegen. Ah. Also. Okay, es ist der Ragman. Ragman kriegt jetzt eine große Bombe in die Fresse. Ragman kriegt eine zweite große Bombe in die Fresse, aber sie trifft ihn leider nicht. Sie trifft ihn wieder nicht. Doch, sie hat ihn getroffen. Haha. Das war gut. Speed und Damage up. Wir beeilen uns jetzt. Wir wollen einen Mom Challenge Run hinkriegen. Einen Mom Time Run. So. Das ist das, was ich meine. Duh, warum kommt da jetzt, warum ist denn der jetzt draufgegangen? Und wie bin ich jetzt gerade schon wieder, fühle ich mich jetzt schon wieder zu schnell hier für die ganze Aktion. Das ist ja finster. So, da könnte es, oder da gibt es was. Dein Schlüssel, ja, natürlich. Ich dachte, das geht irgendwie, wenn ich mich da so an den Rand stelle. Und da, wenn ich da nicht reinlaufe, hätte das auch funktionieren können. Bin gerade schon wieder fast in das Ding übrigens reingelaufen. Für alle, die das nicht so genau gesehen haben, ich wäre fast reingelaufen. So, wir kriegen Leben wieder. Ach komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ah. Oh, guck mal. Ein komischer Koller. Warum nicht? Eine mögliche Guppy-Transformation, die uns, die würde uns tatsächlich auch hart weiterhelfen für Timed Runs. Da ist der Schaden schon ziemlich hoch bei. Das wollte ich gerade sagen, hilft uns natürlich nicht, wenn die dann irgendwo da oben landet, die Fliege. Bevor das Ding kommt, bitte. Dankeschön. Oh, guck mal, eine Blank Rune. Wir nehmen sie mal gerade. Uns passiert ungefähr nichts. Schade. Zumindest nichts, was ich mitgekriegt hätte, sagen wir mal so. Könnte ja auch irgendwas passiert sein. So, hier ist leider kein... Itemraum. Und wir hatten den Itemraum noch nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch weiterkommen. Also wir müssen nicht, aber möchte gerne.
Adam Rom ist mir schon wichtig. Hier ist er auch nicht. Definitiv nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt Spinnen drin sind, ne, dann hasse ich das Spiel sehr. Ah. Aha. So. Da ist nix. Waren wir hier schon? Nein, hier ist Raph. Das hilft uns nicht weiter. Warum ist denn das Ding gerade mit uns mitgekommen? Doofes, hässliches Wrath-Viech. Bomben sind aber immer gut. Mit Mr. Mega können wir da tatsächlich auch ein bisschen Damage mit versuchen zu machen. Ich finde, das ist durchaus nicht völlig... Damn it, das war völlig unsinnig. Völlig unsinnig Leben verloren. So. Zack. Irgendwie erwarte ich daher, muss ich sagen, auch ein bisschen mehr von meinen blauen Steinen als das da gerade. So, und ihr beiden auch. Möglichst. Na, läuft er da etwa drumherum? Das ist ja faszinierend. So, ist hier irgendwie. Nein, ist da nicht. Wow, das war knapp. Ich erwarte irgendwie immer noch, dass ich mehr Schaden mache im Verlauf des Stockwerks, aber das ist natürlich blöd. Tue ich ja nicht. Und ich möchte auch mal gerade wieder anmerken, dass das wieder kein Stockwerk ist, das uns besonders entgegenkommt in Bezug auf Timetruns, weil es super groß ist, wir ewig durch die Gegend laufen müssen, um irgendwas Sinnvolles zu finden. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das Spiel hasst uns schon wieder. Den ganzen Morgen schon. Ja, es ist morgen gerade bei mir. Für alle, die sich gewundert haben oder sich fragen. Amnesia, ja, das ist mir jetzt gerade egal. Hatten wir schon ein Holy Shield. Gucken wir mal kurz hier rein. Wir haben es ja gerade zeitlich. So. Dann eben nicht, dann gehen wir halt. Hätte jetzt gerne noch eine Münze gehabt für den Shop, aber nö. Nö. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 6 Minuten gleich. So sehr hasst uns das Spiel. Dass wir für das. Ist das das zweite? Ich glaube, das ist das zweite Stockwerk gerade mal, ne? Dass wir da dann schon wieder 6 Minuten haben hier. Dammit! Und jetzt war er nicht nah genug dran. Ich krieg zu viel. Ha! So ein nerviger Mist. Er kann nicht hochspringen, ne? Das ist der Witz an dem. Das ist okay. Dann hüpft er nicht ganz so viel in der Pampa rum und ich krieg ihn schneller tot. Nervig und... Unnötig war das jetzt trotzdem. Komm, wir wollen einen Time-Drun schaffen. Vielleicht ist... Nein, es ist natürlich nicht Sinn. Why? Komm. Ich habe nichts anderes und das ist das zweite Gubi-Item. Mit ganz, ganz viel Glück. Können wir da noch was rausholen mit? Wie gesagt, wenn wir Gubi kriegen, ist der Run deutlich schneller, einfacher und besser zu managen. Wenn wir Gubi kriegen. So, wir haben einen Holy Mantle. Wir können also hier reingehen, wenn da jetzt die Katze drin ist, ne? Es ist Guppies Head und damit haben wir Guppy, können fliegen und das sollte schadensmäßig eine Menge rausholen hier. So. Wir können außerdem das schwarze Herz noch mitnehmen. So, jetzt ist Zeit gefragt. Jetzt ist Geschwindigkeit gefragt. Paralysis. Ja, danke schön. Das ist das Spiel gehört, glaube ich. Das hat es gehört. Wir könnten mehr Reichweite ganz gut gebrauchen jetzt auch noch. Da ist der Itemraum, das ist gut. Das ist gut, den wollen wir. Wenn es geht, nämlich auch durchaus noch haben. Auf jedem Stockwerk natürlich. Wenn man ihn denn sich irgendwie holen kann. So, wir wissen nicht, was es ist. Ich nehme es trotzdem. Das Book of Revelations. Ganz ehrlich, dann nehme ich aber den Guppies Head wieder mit. Ich glaube nicht, dass ich das Book of Revelations brauche mit Guppy. Kann ja fliegen und allen möglichen anderen Kram. Habe den Holy Shield. Das ist, denke ich, schon okay so. Was ich brauche eher ist der erhöhte Schaden durch den Guppy-Kopf. Au. Denn wir müssen jetzt schnell sein, wie schon gesagt. Das ist jetzt das Damage Wichtigste. Da gibt es einen Shop. Den können wir uns leisten gerade. Das ist schön. Den möchte ich mir auch ganz gerne leisten. Erstmal gehen wir aber hier nochmal zurück, weil Bomben machen sehr viel Schaden gerade bei uns. Ich weiß bei beiden nicht, was es ist. Das ist natürlich traurig. Dass wir machen mal das. Wir machen mal das. Pure Farz. Ja, nee.
650, so. Und weiter geht's. Wir wollen schnell sein. Ich hätte jetzt natürlich noch mehr verspenden können, aber das habe ich mich jetzt gerade so zeitlich einfach auch nicht getraut, wenn ich ehrlich bin. Das war gerade meine Argumentation dafür. Oh Gott, aber das geht sehr, sehr schnell. Damage, Damage, Damage. So. Zack. Den Cube auf Meat. Und was gibt's hier noch? Ich weiß es nicht, aber es ist für einen. Black Powder. Na, geht so. Kann ich mich irgendwie im Kreis bewegen und dann kriege ich Kram? Dann wird da irgendwie Schaden gemacht oder so, glaube ich. Ich glaube, das ist der Punkt des Ganzen. Wenn ich hier jetzt irgendwie im Kreis gehe, genau, dann ist da ein Pentagramm und das Pentagramm macht irgendwie Schaden. Und das glaube ich nicht mal zu wenig. Was der Rest des komischen Powders kann, weiß ich nicht. Aber teilweise, wie man da gerade sieht, macht man das dann auch zufällig. Das ist also schon ganz okay. Oh, cool. Hallo, geh auf. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt da nicht so ein Viech reinfliegt, ne, dann shit. Damn, geh wieder auf. Geh wieder auf. Also. So, bin tatsächlich reingeflogen. Habe versucht, ihm möglichst schnell viel Schaden zu machen. Ich hatte ja den Holy Shield noch. Itemraum oder nicht? Itemraum oder nicht? Itemraum oder nicht? Ich glaube, den Itemraum, das schaffe ich zeitlich alles noch, hoffentlich. Je nachdem, wo er jetzt ist. Bitte sei irgendwo relativ nah. Das ist der Shop. Hier ist leider nur Greed drin, aber der geht auch sehr schnell kaputt. Ist also okay. Bad Trip. Ja, whatever. Itemraum schnell. Das ist nicht der Itemraum. Es ist zusätzliches Leben. Da ist der Itemraum. Ich könnte halt schneller schießen, ganz gut gebrauchen. Dann kriege ich nämlich auch schneller Dings. Das lohnt sich, glaube ich, schon, wenn ich das irgendwie habe. Oder wenn ich sowas hätte. Ein Dry Baby, ein Immortal Friend. Naja gut, warum nicht? Der ist auch nicht schlecht. Grundsätzlich macht der... Das ist der, der irgendwie Schaden macht, wenn er getroffen wird. Oder Schaden machen kann. Und vor allem auch Schüsse abhält. Gertie, hallo Gertie. Der sollte relativ flott gehen eigentlich. Ich möchte mal gerade wenigstens auf einer Seite das Ding kaputt machen, dann kann ich mich nämlich hier besser hinstellen. Ach, das ist der Champion Gertie, der nichts Besonderes kann, außer Ads bauen. Sehr gut. Speed und Shot Speed Up. Ja, das ist gut. Also mehr Speed Up ist gerade ganz toll, eigentlich. Wobei mir eigentlich andere Sachen besser gefallen würden. Also Tears Up wären halt gerade richtig gut, ne? So. Nö. Tears Up hätten jetzt gerade richtig was. Ein neuer Schlüssel. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass ich nur noch einen Schlüssel habe. Das ist natürlich blöd eigentlich, die Aktion gerade. Gott, wie schnell ich gerade bin. So. Sammeln sich gerade mehr an, ne? Mehr Fliegen. Das ist voll komisch. Ah. Üblicherweise werden es nicht mehr, sondern eher weniger mit der Zeit, aber gut. Da ist der Itemraum, perfekt, da können wir schon mal rein. Und es ist der Bloody Friend, das Headless Baby. Ja, warum nicht? Nicht, dass ich es brauchen würde, aber warum nicht? Oh, er guckt so fröhlich. Warum guckt er eigentlich gerade so fröhlich? Oh, oh. War gerade gefährlich, ne? Oh, wir können in den Shop auch noch rein, sobald wir ihn finden. Das ist gut. Warum nicht? Ach, dammit. Da darf nichts anderes leben, ne? Jetzt könnte man theoretisch auch noch versuchen, eigentlich die Gottesdinger zusammenzukriegen, wobei ich jetzt schon eine Menge andere Sachen genommen habe, in einer Menge entsprechender Räume drin war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, noch einen Schlüssel zu kriegen, ist relativ gering. Das ging schnell. Matsch. Und es ist nicht... Na, wir können versuchen, auch noch Hasch dann zu töten vielleicht. Wobei wir dafür, glaube ich, nicht die Reichweite haben mit Guppy. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir dann schauen. So. Erstmal müssen wir natürlich den trotzdem noch schaffen. Hier den Challenge Run, ne? Mal ganz davon abgesehen. Also Time Run. Ich sage mal Challenge Run dazu. Ich weiß nicht genau, warum. Oh, guck mal. Genau, hüpf da mal rein. Da kriegst du Schaden. Und das nicht zu knapp. So, was haben wir hier? Damage Up. Ja, komm... Ich gehe da mal nicht rein.
Vielleicht kriegen wir den Schlüssel ja doch noch irgendwie zusammen. Und ich brauche daraus, glaube ich, gerade nicht so richtig was. Itemraum ist da vorne. Gehen wir erstmal schnell da vorne hin. Da, das war blöd. Egal. Gehen wir mal schnell hier hin. Oh Gott. Und ich mach's wieder so, ne? Ey, hallo? Willst auch da ankommen, Mensch? So. Der Runengenerator. Oh ja, der bringt mir auch gerade richtig viel. Dann hoffe ich mal, dass es hier zum Boss geht. Leider kommen wir natürlich bei Mom nicht wieder raus dann. Aber whatever. Ach, wir sind, glaube ich, noch gar nicht auf dem Mom-Stockwerk, ne? Wir sind einen davor, glaube ich. Kurz hier rein. Kaboom. Oh, ein Goathead. Ja, warum nicht? Oh, das nehmen wir auch mit. Aua. Und er macht es wieder. Und mehr Schüsse, das ist doch schön. Wir haben die Sonne verdoppelt. Oh, oh. Die machen auch einfach irgendwas. Die laufen da einfach, fahren da einfach rein und dann passt das trotzdem. Egal von welcher Seite. So. Gab es da noch irgendwas? Nein. Da unten war der Boss, ne? Ich bin hier auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal gut. Geld. Ganz viel davon. Und Schlüssel und Geld. Hässliche springende Vieh. Alter, ist der groß. Warum war denn der so groß? So, Mom. Auf die Fresse, Mom. Auf die Fresse. Ah. Hart auf die Fresse. Ah. So. Aha. Eine Blank Rune wieder. Zack. Ja, warum nicht? So, dann nehmen wir natürlich das mit und dann gehen wir mal da rein. Was gibt's denn hier Schönes? Komm, ich nehme mal den Toxic Splash Damage mit. Den mag ich ja durchaus ganz gerne. Nicht, dass der wahnsinnig wichtig oder toll gerade wäre, weil mein größter Schaden ja eigentlich über die Fliegen kommt. Aua. Was war das denn gerade? Aber Schaden tut es garantiert nicht. Haben oder nicht haben, ne? Dammit! Soll ich jetzt natürlich vielleicht ein bisschen aufpassen hier? Oh, ein Brownie. Das ist nicht so geil. Flieg mal bitte in die Luft. Hat er das gerade nicht abgekriegt? Dammit. Ja, okay. Das wird jetzt ein kleines bisschen nervig wahrscheinlich. Also die beiden zusammen sind auch nicht schön. Muss jetzt echt ein bisschen dann vielleicht auch aufpassen, weil ich nicht weiß, wie gut ich hier den Challenge Run, dem Time-Dings-Kram hinkriege. Oh Gott, der ist auch nicht schön. Mit Guppy, weil ich nicht besonders viel Reichweite natürlich habe mit Guppy, ne? Das kann ganz schön gefährlich sein. Da ist er, da ist er. Stirb. Da. Stirb, wollte ich sagen. Oh, guck mal, Necronomicon-Kram. Au! Au! Du stirbst bitte auch so schnell wie möglich. Nein, er hat schon einen Hieb gelegt. Dammit, das wollte ich nicht eigentlich vermeiden. Jetzt ist er zwar tot, aber... Und wir haben schon eine Menge Schaden genommen. Das ist natürlich blöd. Einmal die Blank Rune, mal gucken. Weiß man nicht genau, was da passiert ist. Wo ist er? Da ist er. Wow, das waren eine Menge Fliegen gerade. Die da so Das sind hier, ich weiß nicht, das sind nicht die Girlings, das sind die anderen Dinger, die Poop-Dinger. Die sind noch schlimmer. Glaube ich. Ich glaube, die machen irgendwas anders und ich weiß nicht genau, was es ist. Und die machen Ads anders. Und das ist natürlich nie gut. Du bitte auch nicht. Du musst aufhören rumzuchargen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Die anderen, die sind nicht so schlimm. Da ist ein komischer Gummelpoop. Gummelpoop, sag ich. Ein roter Pup, auf den muss ich ein bisschen aufpassen. Denke ich. Ah. Stirb, Piep, stirb! Niemand mag dich. Also vielleicht doch, aber ich bin es jedenfalls nicht. Wenn dich irgendjemand mag, dann nicht ich. Nochmal eine Blank Rune.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was das andere ist. Das ist die Maske, na prima. So, ich wollte gerade sagen, ich lege da einfach mal so ein Ding hin und hoffe, aber... Degas. Aua, ich weiß nicht genau, was... Dammit! Was Degas tut als Rune. Aber okay. Nee, du machst Ads. Du musst so schnell wie möglich sterben. Oh, guck mal. Leg dir da eine Bombe hin und hilft mir ein bisschen. Also rumporten ist natürlich auch nicht schön. Wo ist er denn? Da ist er. Vor allem sehe ich den voll schlecht hier gerade. Weil hier zu viel komischer Kram abgeht. Oder abging. Da werden gleich komische Ads kommen. Und die sind fies. Da muss ich vor allem was gegen tun. Und wenn die dann tot sind, dann ist auch er fies, weil er da oben rumfliegt und dann komischen Mist bauen kann. Den meine ich. Weil er damit durch den ganzen Raum schießt. Das ist natürlich schlecht. So, du kannst komisch lasern. Das ist auch nicht gut. Das müssen wir auch irgendwie unterbinden. Du fliegst nur komisch in der Rampe rum, das ist nicht so schlimm. Du produzierst mir zu viele Ads, das ist nicht schön. Das geht aber sehr schnell, weil du nichts kannst sonst. Geh drauf. Aua. Da war eine Fliege. Das ist auch nicht gut. Die beiden zusammen können auch richtig fies sein, ne? Also können nicht nur sind sie theoretisch. Sind sie ja eigentlich auch einfach mal... Oh. Missing No. Okay. Keine Ahnung. Meinetwegen. Den Würfel will ich nicht. Eine Blank Rune. Oh. Noch eine Blank Rune. Noch eine Blank Rune. Noch eine Blank Rune. Und dann nehme ich die Sonne wieder mit. Und dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir Hasch zeitlich auch noch hin, wobei wir da gerade nicht so das Leben für haben und ich ja wie gesagt auch nicht so ganz genau weiß, wie das aussieht bei, oh Gott, bei Hasch mit der Reichweite von dem Dingen hier. Oh, ich möchte aber durch, ich möchte das Dingen haben. Oh, das ist das Fahrtbaby oder so? Keine Ahnung, was das genau tut, aber ich meine, also haben und nicht haben, ne? Sagen wir mal so. Ich glaube, das ist der wirkliche Sinn dahinter. Ein Item mehr haben ist immer gut. Also ein sinnvolles Item. Ich muss es auch ein bisschen aufpassen, natürlich mit Schaden nehmen, ne? Das ist ganz schön gefährlich, was ich hier nämlich mache. Dass ich muss halt immer so nah ran, wegen den hässlichen Fliegen. Weil die sonst nichts treffen.